So, herzlich willkommen zurück zu Vampire's Dawn. Ja, im heutigen Part versuchen wir herauszukommen noch, aber es dürfte nicht mehr so lang dauern. Im letzten Part haben wir ja ganz am Ende herausgefunden, dass Abraxas noch ein, ja, sagen wir, dass er auch nur ein Diener ist von jemandem, was ziemlich interessant ist. Ja, und gut, wir versuchen auf jeden Fall hier rauszukommen. Und ja, ich hoffe mal, dass diese Folge ein bisschen spannender wird als die letzte. In der letzten Folge fast nur Kämpfe und Rumgesuche in diesem riesigen Labyrinth. Also dieser Dungeon ist echt die Hölle. Gut. Die Gegner sind down. So, gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Aber hier müssten wir eigentlich gleich durch sein, oder? Was haben wir hier? Hier oben ist das Loch, durch das wir hier reingekommen sind oder gekracht sind. Kannst du dich wieder in den Fledermaus verwandeln? Ich hoffe es. Ich weiß auch gar nicht, wie Abraxas es geschafft hat, einfach so meine Verwandlung zu beenden. Okay, ich probier's. Und deine Freundin muss warten. Ich werde uns zum Schluss zurückbringen. Na schön, dann gehen wir eben morgen nach Glenna. Ich probier's nochmal. Super. Gut, dann wieder zurück zum Schloss. Mal schauen, was Asgard so sagt. Na schön, Elaine, wir reden morgen über alles. Ich werde mich besser erst einmal etwas ausruhen. Wenn du nach dem allem jetzt schlafen kannst, bist du zu beneiden, Valnar. Gute Nacht, Elaine. Gute Nacht, Valnar. Und jetzt? Achso. Oh, ich liebe irgendwie diese Musik. Es hört sich so geil und mysteriös an. Cool. Also tötete Abraxas nur aus Blut und Geldgier? Ja, hauptsächlich. Er ist nur ein Diener eines viel mächtigeren Vampirs. Und dieser Vampir möchte, dass alle Vampire auf der Welt vernichtet werden. Wieso denn? Das wirst du schon noch erfahren. Ich will doch die Spannung aufrechterhalten. Na schön. Jedenfalls scheint Abraxas sehr mächtig zu sein. Sogar so mächtig, dass er eben die Magie anderer Vampire beeinflussen kann. Und so wussten Valnar, Elaine und Asuka von einem neuen starken Vampir, der sich ihnen als Feind gegenübergestellt hat. Und was passierte dann? Nun, Valnar ruhte sich erst einmal aus, wobei er wirklich sehr schnell den Schlaf der Untoten fand. Elaine dagegen weckte Asuka und erzählte ihm alles. Er war wütend, dass Elaine allein mit Valnar weggegangen ist. Eigentlich heißt das wahr, aber egal. Doch viel wütender machte ihn Abraxas, der es gewagt hatte, seine geliebte Elaine zu verletzen. Und auch Asgar wollte den Grund dafür wissen, weshalb Abraxas es sich zur Aufgabe gemacht hatte, alle Vampire zu töten. Und wer sein Geldgeber war. Doch noch am selben Abend passiert an einem ganz anderen Ort auch etwas sehr Wichtiges. Okay. Spielstand speichern. Und die Musik steht nicht aufs unterwegs in Düsterburg? Weiß nicht. Und so denke ich, dass es unabdingbar wird, die Silberproduktion nochmals zu. Der pennt erst mal. Pater, reißen Sie sich mal zusammen. Außerdem müssen wir mal wieder die Ritterschaft darauf hinweisen, dass das Benutzen der Vorhänge. Ja, jetzt sind die Ritter wieder an allem schuld. Also, Estia schaut schon wieder so, als wenn er schon wieder denkt, dass der König die Ritter an allem beschuldige. Dabei finde ich das nur allzu gerecht. Schließlich wurde nie eine Frau in den Kreis der Königsritter aufgenommen. Und außerdem, wobei ich wieder zu den Steuern komme, die in letzter Zeit sehr unregelmäßig eingetrieben wurden. Oh Mann. Jetzt sind wieder die Steuern dran. Zum tausendsten Mal. Der pennt noch. Steuern unregelmäßig eingetrieben? Soll er es doch selber machen? Ja, da habt ihr vollkommen recht, mein König. Die Steuereintreiber sind sehr unzuverlässig geworden. Ich denke, dass wir. War ja klar, dass diese olle Kuh sich mal wieder kräftig einschleimt. Pater, jetzt passen Sie doch mal auf. Zwecklos. Wobei ich der Meinung bin, dass eventuell die Bauern mehr Korn produzieren müssen. Herr,
Herr, uns erreicht gerade eine sehr merkwürdige Nachricht per Brieftaube. Zeigt her! Hier steht, dass der Bürgermeister von Melsan schon lange nichts mehr von den Eldanes gehört hat und dass er deswegen sehr beunruhigt sei. Ihr erinnert euch, die Brieftaube, die abgesendet wurde von der guten Marie, ist es angekommen. Er bittet uns, einen kleinen Trupp Ritter mal nach dem Rechten schauen zu lassen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee, dann können wir gleich von ihnen die Steuern eintreiben. Also was? Was ja keine unerhebliche Summe ist. So, Esthier, was denkt ihr? Ich werde sofort eine kleine Truppe aufstellen, mein König. Wir brauchen da noch ein Schiff, um nach Schloss Eldanes zu kommen. Das sollte kein Problem darstellen. Ich werde ein Schiff für euch bereitstellen lassen. Gut, gut. Dann werden wir schon morgen das Schloss erreicht haben. Gut, dann hätten wir das geklärt. Damit komme ich dann wieder zu den Unebenheiten der Gebirge. Okay. Und so machten sich einige Ritter auf den Weg zum Schloss. Am nächsten Morgen dann flogen Aska, Walner und Elaine nochmals zum Gebirge, wo sie Abraxas getroffen hatten. Doch das Gebirge ist groß. Also, wo ist jetzt der Eingang? Ich bin mir nicht sicher. Aska, wir sind in das Gebirge gestürzt. Aber irgendwo muss der Eingang sein, da bin ich mir sicher. Na, dann wollen wir mal suchen. Vielleicht ist Abraxas aber auch so dumm und taucht von allein auf. Mal sehen. Gut, dann schauen wir mal. Und Gegner. Oh nein, Krallenkäfer erscheint. Gut, die werden wir mal besiegen. Oder versuchen zu besiegen. Ich weiß nicht, ob die Blut haben. Ich probiere es einfach mal. Ich denke nicht, denn sie sind ja Käfer, ne? Und geht's? Ne, die haben kein Blut. Oh, zieh doch! Oh, oh, oh! Wow, wow, wow! What the fuck? Oh, wie böse! Ja, das ist das Böse an diesen Fischern. Okay, down. Okay. Das heißt, sind gelähmt. Das ist nicht toll. Okay, es ist ja auch gelähmt. Das ist sehr gut. Dann machen wir den jetzt einfach mal so down. So. Schlitz. Und down. Okay. Okay. Die Gegner sind echt brutal. Elaine Level 5. Gut. Wir nehmen einen Bluttrank und einen Heiltrank. Gut. Alles klar. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Würde ich sagen. What the fuck? Okay, gegen die Gegner kämpfen wir auf jeden Fall mal. Ich mache mal den Greif an hier. Eisball, Feuerball. What the fuck? Hat mich selbst gelähmt. Schade. Okay, die Gegner sind echt schon ganz schön stark. Muss man sehr gut aufpassen. Versucht die erstmal zu lähmen. Und ich glaube, ich kann im Schloss neue Zauber lernen lassen. Müssen wir mal gucken. Wenn wir wieder mal zum Schloss kommen. So, ich nehme erstmal wieder einen Bluttrank, dann Eisball und Feuerball auf den Greif. Oh, und der Greif macht schon ganz schön Schaden, das muss man sagen. Machen wir es auch down. Gut. Der ist gelähmt, da können wir jetzt mal ganz normal angreifen. So viel dürfte er dann nämlich nicht mehr aushalten. Aber wir machen auch nicht so viel Schaden. Wir haben auch nicht die beste Ausrüstung. Gut. Ja. Brauchen wir einen Heiltrank? Bam, bam. Reicht. So. Geht's hier lang eigentlich? K.A. Mal schauen. Eisball. Eisball, Feuerball. Komm, sei gelähmt. Schade. Sei du wenigstens gelähmt. Schade. Ah, da muss ich aufpassen. Ah, ich hasse diese Attacke. Ja, Walner kann nochmal angreifen. Aska macht Eisball. Elaine, Feuerball. Fireball! Und da müsste eigentlich jetzt auch down sein. Nee, noch nicht. What the fuck? Haut erstmal ein Crit raus, der Sack. Gut, down.
Okay, Asuka Level 6. Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Jetzt müssen wir unten lang schauen. Oh, schon wieder 3. Okay, Eisball. Jetzt mit den Eisbällen müssen wir auf jeden Fall versuchen, hier die Gegner down zu kriegen. Damit wir sie vielleicht lähmen können. Damit sie nicht agieren können. So, Eisball, Feuerball auf den Greif. Bam. Okay. Nicht gelähmt, schade. Asuka hat auch nicht mehr so viel Blut. Hier können wir den Greif an. Er macht einen Eisball. Feuerball, K.A. Müsste jetzt eigentlich down sein, ja. Der auch, und jetzt der auch. Sehr schön. Okay, ein paar Level-Ups kriegen wir auch, und Valna kann jetzt ein Skelett beschwören. Okay. Ich glaube, das Skelett kämpft dann im Kampf mit. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, komm, wir heilen einfach mal durch, komplett. Haben wir ja noch ein bisschen von dem Zeug. So, dann schauen wir mal. Noch so ein Krallenkäfer, ja. Dann geht mal down. Bam. Feuerball. Für den schon 19 KP. Sehr schön. Die gehen eigentlich recht schnell down. Müssen halt auf diese Attacke aufpassen, mit dem, wenn das hier aufs Herz zielt. Das ist richtig gemein. Und ja, ich weiß ja auch gar nicht mehr, was wir machen mussten. So, der ist wieder down. Ne, noch nicht. Oh, wenigstens der zweite jetzt gelähmt, das ist gut. Dann kann er mal nach den zweiten angreifen. Den ersten greift Asuka an und den letzten mit einem Feuerball Delayen. Bam. Sehr schön, der ist down. Der auch, sehr schön, Crit sogar. Mit den letzten, den Greif, können wir mit normalen Angriffen down machen. Jetzt, oder? Jetzt. Genau, so. Okay. Von KP und Blut her geht's auch noch. Hier geht's nicht lang. Hm. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Feuerball auf den Greif. So. Ah, nein. Okay, So. Gut. Ach, fuck. Elaine hat schon wieder echt wenig KP. Ah, ja, also man muss ja wirklich viel leveln in Vampire Storm, und zum Glück wurde Elaine nicht getroffen. Sonst wäre die jetzt down gewesen. Mal schauen, ob das jetzt reicht mit normalen Angriffen. Ja, reicht. Sehr schön. Und Elaine Level 6. Okay. So, ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe keinen Plan. So, ich werde dann wahrscheinlich auch bei den nächsten Kämpfen fliehen, weil, ja, es ist nicht so sonderlich spannend, ne? Man kann ja auch kaum kommentieren, weil man halt immer dasselbe macht. Oh, aber dafür ist es ganz schön knapp manchmal hier. Bam. Burn. Okay, Asuka und Elaine sind blutleer. Na, nicht ganz. Aber viel Blut haben sie nicht mehr in Tuss. Gut, dann nehmen wir mal Blutrang für beide. Okay, dann dürfte es wieder gehen. Gut, ich versuche jetzt nochmal zu fliehen.
Gott. Die ganzen Kämpfe habe ich nämlich jetzt nicht so sonderlich Lust. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ach, du doofer Greif. Lass mich jetzt in Ruhe. Ach, greif mal halt an, Sack. Doofes Vieh. Eisball, so. Ach, reicht das sogar ohne den Eisball. Mann. Manche Gegner sind echt nervig. Ach. 3, 2, 1, gleich kommt Kampf. Ja, ich wusste es. Bitte fliehen. Ja, sehr schön. Gut, ja, wo muss ich jetzt hin? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier oben haben wir eigentlich auch schon geguckt, ne? Nein! Ach, ich wollte eigentlich nicht kämpfen. Ach, scheiße. Egal. Gibt Erfahrungspunkte. Oh-oh, Elaine hat nicht mehr so viele KP. Hier haben wir einen Heiltrank. Eisball und Elaine auf den ersten. Der müsste jetzt down sein. Yep. Na gut, ich schau mal, ob wir noch irgendwas finden, weil das wäre blöd. Geht's ja nicht weiter. Hier geht's echt nicht weiter. Okay. Also hier oben ist definitiv nichts. Ach nein, ich will nicht kämpfen. Fliehen. Ach komm, lass mich einfach fliehen. Komm, du gehst da eh down. Okay, Können wir hier was machen vielleicht? Hier ist ja ein Loch. Also die nerven echt. Richtig derbe nervt die Vögel. Die hauen mich noch. Natürlich! Oh, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Boah. Die kotzen einen echt an, die Viecher. Boah, Mann. Rand der Ewigkeit. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt versauen. So, Heiltrank. Was, wenn die das... Das ist doch klar, sinnlos. Einfach nur sinnlos. Boah. Nicht zum Kotzen, die Viecher. So richtig zum Kotzen. Down, du Mistvieh. So, Eisball. Okay, down. Ist mir jetzt egal, ich nehme jetzt Trank der Ewigkeit. Wo haben wir eine? Noch ein. Toll. Schön. Hier ist auch nichts. Klasse. Den. Soll denn ja was sein? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Vielleicht, oder keine Ahnung. Wieder diese Greife. Diesmal mache ich sowas mit fertig. Eisball. Erstmal alles auf ein. Ja. Und ich würde sagen, nach dem Kampf werde ich die Folge auch beenden. Und dann schauen wir im nächsten Part mal, wie wir hier weiterkommen. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Das kann auch fast wieder dauern. Ey, das ist echt zum Kotzen.
mein Glück haut das wie ein Crit raus. Auf dem Asuka. Nee. Okay. So, mal schnell heilen. Heiltrank. Bam. Okay. Passt soweit. Okay, dann verabschiede ich mich für heute mit Vampire Storm. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ob wir hier irgendeinen Anhaltspunkt finden, wo wir Abraxas finden können. Und ja, das war's. Also bis dann. Macht's gut.